Pan zamiatał. Podziwiasz obrazy? Nie, ma co lepsze maluje, tak? Dajcie ładniejsze obrazki. Idziemy na polko, będziemy drugie muzeum, dobra? Chodź. 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 Co to za konsumpcja? Czy jeszcze trochę? Nie schować? Schować? Czy jeszcze będziesz piła? Daj Jami. Daj Jami? Jami się jadę. Polscy ułani. Ułani. Co? Chciałabyś lecieć samolotem? Polecimy samolotem kiedyś, co? Tak czy nie? Z mega wielki piwka. No, to jak wyszczeli, to pół miasta. Nie, Natalciu? To jest koło statu, wiesz? Do sterowania jest już gdzie sobie chrupki w pociągu, dobra? Wino? Może w domku sobie poprawimy. Będziesz pić wino? Tata, ja będę pić wino? No, ona myśli sok winogronowy. No. Tata też. Mama też. Ja też. A chcesz wodę się teraz napić? Nie, wino!
Land ist. Sie müssen wissen, eigentlich war es ein Deutscher, der das Unternehmen gegründet hat. Das war Robert Albrecht von Berger. Der wurde in Stuttgart geboren, das war 1814. Und der Kellerbereich, wo wir jetzt aufgekommen sind, der wurde zusätzlich dazu gebaut, wo Robert schon. Das war natürlich erstens das ein Highlight. Also, die sind deshalb auch so hoch, weil wir haben den früher für die Produktion schon verwendet, aber heute eben nicht mehr. Und so hoch sind die wahrscheinlich, weil der Kader vom Jäger sich da ganz gut ausgemacht hat, wie man das bauen muss. Und die Leute, die da hergekommen sind, auch mit diesen Sektbrunnen. Der wurde extra für die Weltausstellung, die hier in Wien stattgefunden hat, 1873 aus Merlot und Cabernet. Und die Merlot-Rebsorte war eben so, dass der Oberste Berger die aus Frankreich mitgenommen hat und hier war die noch nie kultiviert. Und so hat er als erster auch diese Rebsorte kultiviert bei seinen Weingärten in Bad Schussau. Das sind ca. 2 Hektar große Bereiche, die heute auch noch existieren, wo noch immer der Merlot angebaut wird für diesen. Weißriesling, Weißburgunder, Chardonnay, Pinot Noir sind 5 Hauptsorten. Das ist so viel mit mir mit reingestapelt, da macht man dann nichts mehr mit den Flaschen. Die lassen man einfach nur stehen, wie sie sind. Und man sieht hier, das ist zum Beispiel Quarnen passend, wenn da ganz, ganz viel Hefe auch noch so dominant hervorkommt. Mir ist lieber, wenn man auch natürlich die Rundweine als Geschmack hervorheben können und was wir dann auch noch hinzugeben. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Das heißt, alle Schritte bis jetzt finden in Bad Fürslau. Geht also wirklich mit jeder Flasche. Da darf keine vergessen werden, aber wird auch nicht. Dann gibt es noch ein paar Punkte hier. Eine Sache noch bedenken, nämlich man muss die Flaschen auch neigen. Sprich, das Rüttelpult hat eben eigene Löcher. Auch das Glas. Nein, dass jetzt dann maschinell da nicht sofort alle Flaschen aufgenommen werden können, müssen wir irgendwie den Flaschenkopf nach unten lagern, damit die Hefe sich natürlich nicht durchmischt. Dann war der ganze Rüttelprozess umsonst. Deswegen steckt man sie kurz ineinander und deswegen hat die Einbuchtung hier trotzdem so eine ganz eigenartige Form und genau aus dem Grund für die Spitzstoßschlichtung, so heißt das. Dann geht es darum, die Hefe zu entfernen, das nennt man degauchieren. Hier möchte ich Ihnen nur das eine Bild hier zeigen, ganz einfach, also dann geht es weiter, vorne ein paar Merkmale auf der Flasche. Natalka lubi winko. Das ist aber natürlich der Wein.
Polizei. Die haben sich einen großen Namen gemacht, hier zusammengearbeitet. Die Grundbänder von denen, die Dosage von ihnen, deswegen ist er etwas teurer auch im Verkauf. Vor allem auch durch die Lagerung bestimmt, weil jemand, der was immer seine Sorten natürlich nur 12 Monate lagert, kann viel mehr. Bardzo blisko jest. Patrz jak kopci ta spalarnia. Nasze śmieci. Tak, ktoś śmieci pali w mieście, no. Skandal. Schował się księżyc. A to jest spalarnia śmieci, wiesz? To śmieci, które wyrzucamy, przyjeżdżają autkami i są spalane. Cieplu nie ma. I robi się ciepełko. No. Taka kolorowa śmieci, spalarnia. Śmieciarnia.